hatte einen Schock. Als Arzt sage ich Ihnen, sie braucht Ruhe. Guten Abend, Kriminalpolizei. Kriminalpolizei? Sie hat einen Schock. Als Arzt sage ich Ihnen, sie braucht Ruhe. Kann ich Ihnen den Zutritt zu meiner Wohnung verweigern? Ja, das können Sie. Ja, dann tue ich das. Ich schließe die Tür, weil ich meine Rechte wahrnehme. Das ist typisch. Und eine Sache, die von jeher meinen Widerspruch hervorgerufen hat. Frau Schöne, ich muss Sie verhören, und wenn es die ganze Nacht dauert. Wie spät ist es? 12:30. Sie hat einen Schock. Als Arzt sage ich Ihnen, sie braucht Ruhe. Wo waren Sie in dem Augenblick? Im Schlafzimmer. Aber nicht allein? Nein. Sie waren also zusammen mit dem 16-jährigen Jungen? Ja, das ist typisch. Und eine Sache, die von jeher meinen Widerspruch hervorgerufen hat. Herr, was es nicht alles so hinter Türen gibt. Tja, wenn man dahinter schaut. Kann ich Ihnen den Zutritt zu meiner Wohnung verweigern? Ja, das können Sie. Ja, dann tue ich das. Ich schließe die Tür, weil ich meine Rechte wahrnehme. Sie können übrigens schlafen gehen. Es gibt hier nichts mehr zu sehen.